Hallo zusammen, hier ist wieder eure Nenia. Wir sind zurück bei Death Stranding. Ich habe ja gesagt, wir werden uns jetzt auf den Weg zur Wetterstation machen, und zwar zu Fuß. Es ist einfach zu unwegsam, um hier mit dem Three-Wheeler zu fahren. Den lassen wir hier jetzt erstmal stehen. Und zur Not bauen wir uns halt wieder einen neuen. Wir haben die Straßenbaumaschine zwar gefüttert, aber bisher, wie wir sehen, ist hier noch nicht viel passiert an Straße. Ich schaue nochmal auf die Karte, wo wir lang müssen. Wir müssen hier lang. Wareneinschränkung aufgehoben. Nämlich genau durch das trübe, unwegsame Gelände. Wäre schön, wenn jetzt hier schon eine Straße wäre, aber hätte, wäre, wenn. Hat nicht funktioniert. Hat einer eine Leiter hingestellt. Naja, gut, die brauchen wir nicht. Da hinten ist die Brücke, die ich vorhin mit dem, letzte Mal mit dem Three-Wheeler gesucht habe. Nicht gefunden habe, sondern eine falsche Brücke oder eine andere. Wir nehmen jetzt die hier. Die hat hier einer so richtig schön in die Steine reingedonnert. Mit dem Fahrzeug hier drauf zu kommen, ist eher schwierig. Dann sind wir hier über diesen großen Fluss drüber, über den wir drüber müssen. Da ist auch die Linie. Die sehen wir jetzt endlich wieder. Wir laufen hier schön auf die Berge zu. Uah, nicht fallen, Sam. Hätten wir eigentlich gar keine Chance gehabt. Ja, jetzt fängt es wahrscheinlich nur an zu regnen. Geht's? Ja, scheint so, da ist ein Schild. Naja, die kennen wir ja schon. Da sind sie auch schon. Ja, wir haben dieselbe, genau. Wir rüsten uns mal mit ein paar Blutgranaten aus gleich. Hier sind die halt gerade Kristalle, die brauchen wir. Da ist einer. Ja, ich bin noch zu weit weg. Oh, da ist noch einer. Oh. Okay. Wo sind sie denn? Da sind sie. Nee. Jetzt haben sie alle meine Kraft genommen. Menno, ihr seid doch blöd. Soll ich meine Fracht nehmen? Geht mal weg. Ich brauche euch nicht. Nee, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. So. Geht doch mal weg. Geh weg, 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 geh weg. Oh, was war denn das? Hast du das gesehen? Was denn? Was fliegt denn hier rum? Okay, hier sind wieder welche. Irgendwo sind die hier, irgendwo sind die hier. Da. Ich mag euch nicht. Einfach mal verschwunden. Ja, da ist wieder einer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich treffe. Ja, den haben wir getroffen.
Den haben wir auch getroffen. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Ich glaube, den habe ich jetzt in der Nähe geschmissen. Da kommt was angerannt, angetapst. Ah, vor uns. Da. Gleich weiter ausrüsten. Ich weiß auch gar nicht, da ist noch einer. Der steht da noch so rum. Da hat noch einer ab. So. Und dann bin ich hier auch langsam die Granaten alle los. Da vorne ist noch einer. Da ist er. Ich hab daneben geschmissen. Jetzt haben wir ihn getroffen. Bibi schlägt aber immer noch Alarm. Wir haben noch keine Granaten mehr. Oder? Haben wir noch welche? Nee, haben wir nicht mehr. Doch, da sind noch welche. Oder? Nee, die sind weg. Dann heißt es jetzt einfach hier irgendwie flüchten. Und hoffen, dass wir welche in der Wetterstation herstellen können. Also neue. Oh Gott, nein, Sam, steh auf. Jetzt müssen wir wieder mal das Baby beruhigen. Nee, ach Mensch. Irgendwie kriege ich das immer nicht so hin. Das mache ich auch gar nicht so oft, ne? Zur Zeit. Jetzt haben wir aber einmal hier. Baby, komm. Sam, was machst du denn? Warum steckst du das denn immer wieder zurück ran? Das weint doch noch. So, jetzt geht's ihm besser. Da hinten ist auch schon so ein Zielpunkt zu sehen. Ja, die GD sind immer noch da. Wenn ich jetzt was sagen würde, wie sind sie los? Denn der Odra-Deck, der hat sich jetzt wieder beruhigt. Bibi auch. Das hat sogar gelacht. Ja, also hier war wirklich mit dem Trivila gar kein Durchkommen gewesen. Eigentlich nur überall. Oh, jetzt kommen wir doch nochmal. Wir laufen tapfer weiter. Wir schaffen das noch bis zur Wetterstation. Da habe ich was eingesammelt. Ich nehme es mal einfach alles mit, was wir da so finden.
Und jetzt ist wieder einer hinter uns. Also das ist ein recht großes Gebiet mit GDs hier, so wie es aussieht. Ein bisschen weiter nach Fluss, nur aufpassen. Oh Gott. Ob wir auch durchkommen, aber sieht gut aus. Haben wir geschafft. Wir kommen weiter in die Berge und schaut mal, das sieht aus wie die Wetterstation da hinten, oder? Sieht zumindest aus wie sowas in der Art. Natürlich bedeutet das Ganze, wir müssen nachher wieder durch das Gebiet der GDs zurück. Gehe ich mal von aus. Aber haben es ja schon einmal geschafft. Wir kriegen das ein zweites Mal hin. Sollte nicht das erste Mal sein, dass sie uns überfallen. Und auch wahrscheinlich nicht das letzte. Also Sam, jetzt wird hier nicht geflucht. Was für eine Wortwahl, du hast ein Baby an Bord. Und wie wir gesehen haben, merkt es alles. Hier wird es auf jeden Fall Zeit, dass hier eine Straße hinkommt. So wie es hier aussieht. Hopsa. Springen wir mal rüber über das Flüsschen. Der Regen lässt auch nicht wirklich nach. Aber da oben ist schon die Wetterstation. Ach, hier hinten. Hier lässt der Regen jetzt nach. Oben auf dem Berg ist es schön. Hier haben wir wieder richtig schöne Bilder. Wir schauen uns mal um. Schaut mal. Sieht doch super aus. Na, nicht runterfallen. Ich wollte euch mal die Gegend zeigen und lasse ihn selber noch fallen und riskiere einen Meeressturz. Nein, das machen wir mal nicht. Was übrigens auch passieren würde, wenn ich ihn da jetzt den Abhang runterschubsen würde, dann würden wir einen Meeressturz haben. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Wir sind angekommen, oder sollen wir den Eingang finden hier? Fracht geprüft. Vielen Dank. Genauso abgelegen wie der Windpark. Ups, da ist das Terminal. Okay. Und wir schließen mal unseren Auftrag ab. Fracht wird geliefert. Hallo. Sam Bridges, oder? Wir haben dich erwartet. Das Messgerät, das du gebracht hast, wird viele Leben retten. Lass es mich kurz inspizieren. Uff, es scheint noch ganz zu sein. Vielen Dank. Naja, ein bisschen Schaden hat es erlitten, aber ich war ja auch nicht gerade fein mit dem Gerät. Und wir sind nun auf Stufe 123. Sobald du uns mit dem Netzwerk verbindest, können wir unsere Messungen mit allen teilen. Wärst du bitte so frei? Aber natürlich machen wir das.
Alex Weatherstone hat dir die Fertigungsdaten für Folgendes zur Verfügung gestellt. TCK. Ja, aber was können wir mit dem TCK machen jetzt? Lastenschweber. Das klingt gut. Das ist gut, glaube ich. Das ist ganz cool. Dann brauchen wir das nicht alles auf dem Rücken tragen. Ich habe das Ding auf einem Bild gesehen. Das sieht dann aus wie so ein kleiner Schlitten, den er immer hinter sich herzieht. Sie haben dir sicher erzählt, dass diese Wetterstation vor dem gestrandeten Tod gebaut wurde. Bridges 1 hat sie repariert. Leider ist vor einer Weile durch chirale Interferenzen der Kontakt zu unseren Wettersatelliten abgerissen. Deshalb ist es schwierig, das chirale Niveau zu messen und Zeitregen vorherzusagen. Aber dank dir funktioniert diese Wetterstation jetzt wie vorgesehen. Du hast uns die Arbeit erleichtert. Dafür revanchieren wir uns. Wir lassen dich nicht hängen. Versprochen. Mach's gut. Du hast die Wetterstation wieder ans Netz gebracht. Ausgezeichnete Arbeit, Sam. Wenn eine Region ins chirale Netzwerk integriert wird, kommt sie dem Strand in gewisser Hinsicht auch näher. Das hat starke Auswirkungen auf die Chiraliumwerte und diese zu messen ist eine der Hauptfunktionen des Cupids. Je mehr wir wissen, desto genauer können wir vorhersagen, wo und wann der nächste Zeitregen fällt. Ohne das chirale Netzwerk könnten wir nur raten. Oh, und dank deines letzten Erfolges kannst du dir ab sofort über deine Handschellen den Wetterbericht ansehen. Öffne die Karte, dann siehst du es. Das sollte dir bei der Routenplanung gelegen kommen. Ich behalte die chirale Dichte hier von meinem Labor aus im Auge. Nicht allzu weit von Sarsnot City entfernt. Wenn du weiter diese Aufträge abarbeitest, ist diese Region schon bald online. Viel Glück, Sam. Gute Arbeit, Sam. Ein weiterer Ort ist am Netz. Weiter so, dann sind wir ganz schnell fertig. Alle Nutzer des chiralen Netzwerks kriegen jetzt die Vorhersagen der Wetterstation. Du natürlich auch. Du kannst sie über deine Handschellen abrufen. Das könnte bei der Routenplanung hilfreich sein. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Na, dann schauen wir mal nach, was wir denn für einen Auftrag haben. Lieferung von Weizensaat. Zeitregenbauern. Okay, da gibt es eine Zeitregenfarm. Bau eine Schutzhütte. Okay, das können wir ja mal machen. Nehmen wir mal die Aufträge an. Ja, wir nehmen den Auftrag an und bauen uns einen Lastenschweber. Dein TCK hat jetzt eine Zeitregen-Unterstandoption. So bekommen du und deine Fracht nichts ab, bis das Wetter besser wird. Ja, das ist ja klasse. Okay, können wir uns also sowas bauen? Ein Lastenschweber erinnert an eine Zugkarre. Chirale Kristalle lassen ihn in der Luft schweben, weshalb ihm unwegsames Gelände nichts ausmacht. Du kannst einen mit Fracht beladen und mit minimalem Aufwand zu deinem Ziel ziehen. Wenn dir einer nicht reicht, kannst du einen zweiten Lastenschweber dahinter hängen. Beachte nur, dass Schweber für den Betrieb stetig chirale Kristalle benötigen. Du musst genug mitführen, um dein Ziel erreichen zu können. Okay. Dann nehmen wir das Ding auch mal mit. Sam ist gleich ganz voll bepackt. So. Hör mal, Sam. Ja. Oh Gott, schaut euch das an, wie viel da jetzt noch kommt. Deshalb brauchen wir diesen komischen Lastenschweber auch. Wir werden mal hier das abladen. Beziehungsweise im privaten Spind tun. Was wir hier nicht mehr brauchen. Ganz viel Weizensaat. Am Anzug haben wir eine Blutgranate, die wir nicht mehr brauchen. Und eine Werkzeughalterung auch. Vorratstasche brauchen wir nicht mehr. Hier den Blutbeutel brauchen wir auch nicht mehr. Wir bestätigen mal.
Naja, direkt aufbrechen werden wir jetzt noch nicht. Ich habe noch ein paar Blutgranaten hergestellt. Oh Gott. Der arme Sam. Wir schauen jetzt mal noch nach den Blutgranaten. Glückwunsch, Sam. Dein TCK wurde sozusagen verbessert. Ab sofort kann er komplexere Konstruktionen bauen. Mama wird dir die Einzelheiten erklären. Sam, ich habe den Plan für eine Schutzhütte in deinen TCK geladen. Die Konstruktion ist umfangreich, also beansprucht der Bau viel Zeit und Material. Aber nach der Fertigstellung ähnelt es einem privaten Raum. Probier's mal. Okay. Da brauchen wir bestimmt wieder eine Menge Metall und sowas alles. Aber ich möchte jetzt gar nicht. Ich möchte hier ein paar Blutgranaten haben. Die brauchen wir alle. Ja. Befestigen wir am Anzug. Rein. Und da, den müssen wir dahin hängen. Und den tragen wir auf dem Rücken. Wir optimieren. Es sieht trotzdem noch nicht optimal aus. Aber ehe wir uns mit dem Lastenschweber ans Werk machen, lasse ich den Sam sich ein wenig ausruhen. Und das Bibi auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüssi und bis bald.